take a trip to my... Du willst einfach mal krasse Packs ziehen oder dir ein geiles Team bauen? Dann check jetzt in der Beschreibung unseren Sponsor Archivolt ab und mit dem Code Archie bekommst du auch noch 6% Rabatt. Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute geht es um Pack Opening slash SBC, wie man es auch immer sagen möchte. Ihr könnt das selber machen, Squad Building Challenges und dann geht ihr auf Upgrade und Gold Upgrade Packs. Davon habe ich heute 25 vorbereitet, aber bevor das Video beginnt, möchte ich mich erstmal bedanken für euren riesen Support in den letzten Tagen. Ihr seid mega aktiv und ja, wir haben das Video schon mal gemacht. Das war zum Pass to Glory, zur Pass to Glory Promo und da seid ihr komplett eskaliert. Falls ihr das Video verpasst habt, checkt es oben rechts jetzt mal ab. Und falls ihr gestern das Video verpasst habt, checkt gerne auch Top-Partien ab. Ja, falls ihr die noch nicht gemacht habt, schaut einfach mal gerne ins Video rein. Da kann ich euch bestimmt mithelfen. Und ja, ich würde sagen, was gibt's noch zu sagen? Morgen gibt's Foot Champions Rewards. Und ja, falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, denn ab Freitag wird es ja wahrscheinlich Footmas geben. Und dann wird es auch täglich SBCs geben. Also Daily Upload quasi hier auf dem Kanal. Also falls ihr an SBCs interessiert seid oder da auch immer Hilfe benötigt, dann ist der Kanal genau das Richtige für euch. Und wie gesagt, wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit ihr auch nichts mehr verpasst und immer schön aktiv sein, kommentieren. Und ich würde sagen, ja, wir sagen einfach mal 100 Likes für das Video. Peilen wir jetzt einfach mal an. Wenn ihr das schafft, das wäre der Hammer. Also zerstört den Like-Button und ja, das wäre der Hammer. Dann bin ich bei der nächsten Promo, werde ich dann auch wieder diese Packs machen und öffnen für euch. Und ich denke mal, da werdet ihr auch Gefallen dran haben. Ja, und damit gehen wir dann auch rein. Team of the Week ist ein neues draußen momentan. Wir haben jetzt kurz nach 19 Uhr, Mittwoch kurz nach 19 Uhr, das können wir ziehen. Aber natürlich geht es primär hier um dieses Set, um diese Spieler hier. Team of the Group Stage, beziehungsweise ETOTT Spieler. Ja, und da wäre es natürlich richtig geil, wenn wir halt einen der großen Fische hier ziehen würden. Zum Beispiel so ein Kimmich, Dani Alves, Casemiro, Hazard, Neymar, De Bruyne, ja, Kane oder halt Cristiano Ronaldo wäre natürlich der Hammer. Loris wäre auch schon nett oder einer hier auf der Bank. Nehme ich auch gerne mit. Ben Yedder sieht auch nice aus. Mbappé, 83er eigentlich leicht zu ziehen. Wir hoffen, dass wir auf jeden Fall einen ziehen. In dem Sinne, Hashtag Packluck, bitte in die Kommentare. Und ja, wenn ihr das auch macht, sagt mir doch mal, was ihr gezogen habt. Habt ihr vielleicht schon einen von den Team of the Group Stage Spielern gezogen? Würde mich sehr, sehr interessieren. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir rein in die Sets. Und ja, 25 wie gesagt vorbereitet. Und ihr könnt euch wieder zurücklehnen. Holt euch noch was zu knabbern, was zu trinken. Ja, und das, ich weiß nicht, wie lange das Video geht. Aber dann könnt ihr ganz entspannt das Video euch anschauen. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir ins erste Pack rein. Komm schon, ey. Ja, ich bin richtig gehypt, wirklich. Also ich habe richtig Bock, was zu ziehen, richtig auszurasten hier. Boah, komm schon, ey. Bitte. Erstes Set, let's go. Komm schon. Zwei Spieler und es wird diesmal das erste Pack schon mal kein Schlitz. Wie viele Schlitze erwarte ich? Ich würde sagen 10 vielleicht. 10? Sind 10 okay? Sind 10 so viel? Oh, Sanchez und González Pires. Nice. Aber wir müssen natürlich dann die Duplikate... je nach dem Abstoß mal schauen, aber der Club ist eigentlich so gut wie leer. Also ich habe da gestern alles rausgehauen aus dem Club. Einfach hier, um die Packs zu öffnen und wieder keine Schnuppe. Das kann doch nicht wahr sein. LF, das wird Elia, alles klar. Boah, ey, komm schon. Team of the Group Stage Spieler, wäre der Hammer. Drittes Pack, komm schon. Jetzt muss ein Schlitz dabei sein. Komm schon, ey, komm schon. Mein Gott, das dritte wieder nichts. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ihr habt zu wenig Packluck bis jetzt in die Kommentare geschrieben. Das kommt schon. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Bis Freitag sind die noch zu ziehen. Ich werde bis dahin wahrscheinlich nicht noch eins öffnen können. Hier ist überall CR7 drauf, ne? Machen wir das letzte auf. Komm, wir gehen nach ganz hinten. Wir gehen nach ganz hinten. Vielleicht bringt es ja Glück. Ich habe keine Ahnung. Komm schon. Nein, wieder nichts. Das kann doch nicht wahr sein, ohne Witz. Also das ist halt der Unterschied zu den 81 Zwei-Spieler-Upgrade-Packs Hector und Mora. Weil da ist halt immer ein 81er Safe drin. 81-Plus-Spieler-Safe drin. Und ja, in den Packs ist halt die Wahrscheinlichkeit eher gering.
Und wieder nichts. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir haben jetzt, glaube ich, 5 Packs aufgemacht. Tadic und Fettfazil ist, der auch nicht mehr die 5-Star-Skills hat. Aber Leute, das kann nicht EAs Ernst sein. Komm, wir machen jetzt das hier auf. Just for fun. 20 Sets noch. Da muss doch jetzt was kommen. Let's go! Es ist ein Team of the Group Stage Spieler. Let's go! Komm, wer ist es? Spanien? Ah. Aber komm, Leute. Es ist im 6. Pack Lorente. 82er. Nice. So muss das sein. So muss das gehen. Im 6. Pack ein Team of the Group Stage Spieler. Und Sterling! What the... Oh mein Gott. War der nicht bis eben noch in Form? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe schon wieder das alte Team of the Week vergessen. Ohne Witz. Das ist aber ein Hammerpack. Sterling und ein Team of the Group Stage Spieler. Nice. Also so kann es weitergehen. Komm schon, wir machen jetzt. Komm, wir machen das auch. Komm, weiter geht's. Komm schon, yay. Komm schon. Nein. Keine Schnuppe. Wir haben noch keine normale Schnuppe gehabt. Kein Inform, aber jetzt wenigstens einmal ein Team of the Group Stage Spieler. Oh mein Gott, komm. Das ist ein richtig schlechtes Set. Ein 78er als Besten. Wir machen das dritte auf. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Ich habe ein gutes Gefühl. Komm schon. Noch, das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Es wird wieder ein Spanier, wieder ein Argentinier. Guck mal, dann kriegt man so ein Set. 78er und 75er. Das ist halt... Ohne Worte. Komm, wir gehen wieder nach ganz hinten. Wir machen das letzte Pack auf. Komm schon, Leute. Komm schon. Daumen drücken. Und es wird... Jetzt wird es eine Schnuppe. Es wird eine Schnuppe. Frankreich. Linker Flügel. Es wird Payet. Den habe ich tradable, glaube ich, im Club drin, meine ich. Den habe ich bei der... Richtig, ja. Rondon auch noch drin. Okay, also den habe ich auf jeden Fall bei der Saudi-Arabischen Ligen-SPC. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, checkt das auch gerne mal auf unserem Kanal ab. Da habe ich den gezogen, das weiß ich noch. Und ja, den tauschen wir natürlich in dem Sinne auch aus. Den anderen packen wir auf die Transferliste. Der ist mir auf jeden Fall was wert. Und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. 16 Packs jetzt noch. Also ich erwarte noch ein Team of the Group Stage Spieler, wenn ich ehrlich bin. Ich hab Bock. Es sind 16 Packs, Leute. Da muss doch was kommen, jawohl. Wieder eine Wand. England, Innenverteidiger. Oh, okay. Ich meine, Stones kann es natürlich nicht sein. Und ist ja Team of the Group Stage und ist sowieso kein Wandspieler. Cahill ist aber so ein Normal, den sieht man so oft. Den sieht man so oft. Portugiesen leider nicht da. Leider nicht CR7. 15 Packs. 10 Packs haben wir jetzt schon aufgemacht. Wir hätten, glaube ich, jetzt 2 Wände. Ein Team of the Group Stage Spieler. Ist das gut? Kann man damit zufrieden sein, Leute? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Komm. Welches machen wir auf? Wir machen das. Komm, wir machen das auf. Keine Ahnung, ob es Glück bringt. An sich ist es auch egal, was wir hier für Sets aufmachen. Können wir hier wieder skippen. Das bringt hier nichts. Das bringt uns Budland. Also am Anfang wäre ein Budland richtig nice gewesen, aber jetzt kannst du nichts mehr mit dem anfangen. Komm schon. Komm schon, yay. Nach dem Team of the Group Stage Spieler bin ich jetzt richtig gehypt. Wieder eine Wand. Komm schon, Italien. Innenverteidiger. Oh nein, es ist nur Basagli. 85er. Aber stellt euch mal vor, das wäre Chiellini gewesen. Oh mein Gott, das wäre der Hammer gewesen. Basagli 85er nehme ich gerne mit. Ganz ehrlich, da kann man sich nicht beschweren. Vielleicht brauchen wir die für die Footmess SPC. Ein 85er wird da vielleicht sinnvoll sein. Und jetzt gehen wir hier weiter mit dem Set. Und wieder eine 2 Back-to-Back-Wand-Spieler. Und es wird Spanien. Stürmer. Wird Morata. Es wird Morata, 84er. Nicht schlecht. Also wenn jetzt hier in jedem Pack eine Wand drin ist, 2 hintereinander, so will ich es haben. Boah, und den haben wir eben gezogen. Ich glaube, den hatten wir sogar im ersten Set. Den haben wir im ersten Set gehabt, oder? Nicht in die aktive Mannschaft, in den Verein. Ja, da müssen wir einen auf jeden Fall schnell verkaufen. Aber kein Problem. Weiter geht's, Leute. 12 Packs noch. Ihr könnt ja mal eure Prognosen reinschreiben. Was ihr denkt jetzt hier nach den 12 Packs sind ja noch verfügbar. Was ihr denkt, wie viel ich noch ziehe. Vielleicht habt ihr recht, vielleicht auch nicht.
würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Komm schon, wir gehen mit dem ersten ganz vorne einfach, ganz links. Und es wird... Es wird wieder drei Wände hintereinander. Alter, ist das nice. Was? Innenverteidiger Holland? Und 83er die frei. Ich dachte, hä? Wer soll denn das jetzt sein? Ist Van Dijk auch ein Wandspieler? Frage ich mich gerade. Van Dijk wäre auch ein 83er, ne? 82er und 83er. Das ist so ein Pack. Das ist schon okay. Also das aus so einem Pack zu ziehen, ist nicht schlecht, würde ich sagen, ja? Da kann man auf jeden Fall mit zufrieden sein. Jetzt die Frage. Vier Wandspieler hintereinander? Ja oder nein? Wir machen wieder das ganze linke Set auf. Zwei seltene Goldspieler-Set. Let's go. Und es wird... Nein, es wird nichts diesmal. Ich will diese blaue Schnuppe wiedersehen. Das sieht einfach so genial aus. Perez und, ja, genau, irgendein Mexikaner. Okay, komm, dann gehen wir jetzt nach ganz rechts. 10 Stück noch. 10 Stück verfügbar, Leute. Kommt schon, ein Team aus dem Gruppenspieler. Mehr will ich doch gar nicht hier, ey. Mehr will ich doch gar nicht. Einen noch. Wieder nichts. Das können wir dann auch skippen, wenn da keine Wand drin ist. Also, oh, El Shaarawy und Jansson. Nicht schlecht, nicht schlecht. Komm, wieder das ganz linke. EA. Wo sind hier Hazard und Co.? Stell dir mal, wir ziehen hier Hazard. In den letzten 9 Packs oder was. Den Donker, und den haben wir eben auf jeden Fall gezogen. Den können wir also in Ruhe discarden. Und jetzt 8 Sets noch. Komm schon. Oh mein Gott, Leute, ohne Witz. Wie wenn ihr das macht auf eurem Account, ey. Die Anspannung ist immer so hoch und ist wieder nichts. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, wenn ich jetzt hier keinen Wandspieler, mindestens Gomez, ziehe. Das wäre eigentlich schon traurig aus den letzten 7 Packs. Das wäre schon traurig. Wir gehen einfach hier in die Mitte, oder? Das ist die goldene Mitte. Bringt immer Glück. Natürlich bringt das Glück. Nee, bringt's nicht. Uns bringt's nicht Glück. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Es hat so gut angefangen, wirklich. Das 6. Pack und dann ein 75er und ein 76er. Ey, schlechter geht's nicht, oder? Komm schon, EA, komm schon. Hau noch mal einen raus jetzt. Oh, das kann nicht wahr sein. Und es wird ein Brasilianer. Muss ich dazu noch irgendwas sagen, oder? Reicht das für euch, wenn ich einfach nichts sage? Ich meine, das nervt einfach, es fuckt ab. Komm schon, EA, komm schon. Einfach nö. Die haben keine Lust mehr. Die haben keine Lust mehr, uns mit geilen Spielern hier zu ballern. Es wird Bartra, 81er. Ah, ohne Worte, wirklich. 4 Stück noch. 4 Stück noch, Leute. 4 Stück noch. Und es wird jetzt diesmal ein Wandspieler wieder. Es wird kein Team auf der Group C-Spieler. Es wird Messi. Ah, Stürmer, Icardi. Und ich glaube, Leute, den habe ich schon im Verein. Und 75er. Den habe ich schon untradable im Verein. Da haben wir es. Schnellverkauf. Das ist natürlich traurig. Das ist schade. 3 Stück noch. EA wird uns noch eine Wand wahrscheinlich gönnen. Aber ich glaube, ein Team of the Group Stage Spieler ist hier nicht mehr drin. Ach, Leute, ohne Witz. Komm schon. Let's go. Das kann doch nicht wahr sein, EA. Das kann doch nicht wahr sein, ohne Witz. Ich mache 25 von den Sets auf und kriege einen Götze und einen Wellback. Herzlichen Glückwunsch dazu. 2 seltene Goldspieler-Set, das vorletzte. Und es wird wieder ein Wandspieler. Spanien schon wieder, Stürmer schon wieder, nein. Nein. Schon wieder ein 84er, den ich schon im Verein habe. Den haben wir eben noch gezogen. Morata. Rustenberger. Ach nein, ey, oder? Ja. Das kann nicht wahr sein. Jetzt das letzte Set. Wahrscheinlich muss ich doch noch welche machen. Mal schauen. Das letzte Set. Daumen drücken nochmal, Leute. Ja, und... Damit würde ich sagen, geht's ab. Komm schon. Wir machen es auf und es wird ein Wandspieler. Hey,
Wir enden hier mit einem Wandspiel, mit dem Inform. What the fuck? Es wird Reed. Das ist nice. Damit bin ich auf jeden Fall richtig zufrieden. Wir enden hier mit einem Inform. Und deshalb habe ich es um kurz nach 19 Uhr aufgemacht, weil ich einen von den neuen Informs haben wollte und es ist Reed. Klar, es ist nicht der Beste aus dem neuen Team of the Week, aber wir haben hier eine Premier League Innenverteidigung als letztes gezogen. Sakko und Reed. Und guckt euch, wir gucken uns mal kurz an hier. Also Defensive und Physis ist geil, aber das Tempo, der Antritt ist viel, viel zu schlecht. Mit dem Shadow, ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Mit dem Shadow wird er wahrscheinlich spielbar sein. Naja, ich werde ihn auf jeden Fall nicht spielen in meinem Weekend League Team. Falls ihr das übrigens noch nicht gesehen habt, das Weekend League Team, dann schaut oben rechts auch mal vorbei. Da verlinke ich euch mal unsere Teamvorstellung. Auch sehr interessant, sind bestimmt einige daran interessiert. Und sonst würde ich sagen, ja, schaut gerne mal in den Link in der Beschreibung. Schaut doch mal vorbei bei unserem Sponsor IGFold. Einfach mal abchecken den Link und ja, die was kaufen wollen, können uns damit unterstützen. Wie gesagt, ist alles freiwillig und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen bei den Foot Champs Rewards. Und ja, wo ich geendet bin diese Woche, sage ich euch noch nicht, das seht ihr dann morgen. Und dann, wie gesagt, Freitag Footmas, ich bin richtig gehypt auf die ganzen SBCs, die wir dann machen können zusammen und freue mich da mega drauf. In diesem Sinne würde ich dann sagen, ich bin raus, euer Flo von Archie Gaming und ciao, bis zum nächsten Video.